Ich freue mich heute, den Agitator der sozialen Marktwirtschaft begrüßen zu können. Wir haben ja vor einigen Wochen bereits ein Video zusammen produziert. Das ist auf seinem Kanal damals veröffentlicht worden. Den verlinke ich euch auch unten. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wird dieses jetzt auf meinem Kanal veröffentlicht. Und wir reden heute über Handel, über Handelstheorie, über Freihandel. Und wir wollen anfangen, indem wir ein bisschen in die Geschichte zurückblicken, auf Ricardo beispielsweise. Und damit, wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest du anfangen, oder? Ja. Es geht ja heute um den Welthandel und da gibt es ja verschiedene ökonomische Theorien, wie der organisiert wird und was für Folgen Handel zwischen verschiedenen Ländern hat. Und die bekannteste und wohl auch einflussreichste Idee stammt vom englischen Ökonomen David Ricardo, der sich da vor 200 Jahren schon mal Gedanken zugemacht hat. In seiner Freihandelstheorie geht er davon aus, dass ein Land im Handel sowohl komparative als auch absolute Vorteile haben kann. Und ich glaube, ich muss diese zwei Begriffe jetzt erstmal erklären. Das mache ich am besten an einem Beispiel. Nehmen wir mal an, England stellt Tuch und Wein her und Portugal stellt auch Tuch und Wein her. Und England kann beides billiger produzieren. Ich weiß, es ist jetzt vor allem beim Wein eine unrealistische Annahme, aber gehen wir mal davon aus, England kann sowohl Tuch als auch Wein billiger produzieren als Portugal. Jetzt hat England beim Tuch allerdings größere Vorteile als beim Wein. Tuch kann, sagen wir, England doppelt so billig produzieren. Beim Wein hat England nur noch einen Vorteil um das anderthalbfache. Also beim Tuch hat England größere absolute Vorteile als Portugal und deswegen hat Portugal jetzt im Umkehrschluss komparative Vorteile. Das bedeutet, wenn alle Arbeiter immer voll beschäftigt sind, dann wäre es am besten, wenn England sich nur noch auf die Tuchproduktion konzentrieren würde und Portugal nur noch Wein herstellen würde. Das ist im Groben das Modell der komparativen Vorteile. Ein Land konzentriert sich darauf, das herzustellen, wo es vielleicht nicht die absolut größten Vorteile hat, sondern das, wo es relativ gesehen die geringsten Nachteile hat. Und auf dieser Freihandelstheorie der komparativen Vorteile basiert auf das später erschienene Heckscher-Ohlin-Modell, auf dessen einzelne Annahmen ich hier jetzt gar nicht eingehen will, sondern das grob gesagt einen Produktionsfaktor mehr als Ricardos Freihandelstheorie kennt. Ricardo kannte als einzigen Produktionsfaktor Arbeit. Das Heckscher-Ohlin-Modell kennt die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital. Das bedeutet, Industrieländer haben besonders viel Kapital und produzieren deswegen besonders kapitalintensiv. Entwicklungsländer haben Arbeit besonders billig verfügbar, beziehungsweise besonders viel Arbeit und produzieren deswegen arbeitsintensiv. Und damit wird dann versucht, warum es vorteilig ist, für Industrieländer und Entwicklungsländer Handel zu treiben. Ja, und was hältst du denn von diesen zwei Modellen, die, also wie gesagt, das Heckscher-Ohlin-Modell ist ja von Ricardos Theorie der komparativen Vorteile inspiriert. Was hältst du denn von vor allem Ricardos Ideen? Ja, also wenn ich erstmal das Ganze auch richtig verstanden habe, dann nimmt ja Ricardo auch in seinem Modell erst einmal Vollbeschäftigung an. Also du hast ja eben einmal kurz bist du ja darauf eingegangen, aber wenn wir mal uns die Realität angucken, dann ist Vollbeschäftigung ja aktuell etwas, was wir eben nicht haben. Das hatten wir beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg längere Zeit, aber seit den 70er, 80er Jahren ist das ja ein Zustand, den wir so nicht mehr haben. Und der Handel zwischen beispielsweise heute westafrikanischen Ländern und, also ich sag mal, nicht so weit entwickelten Ländern ökonomisch gesehen und den Ländern der Europäischen Union, da sieht man ja, dass genau das eben nicht die Vorteile irgendwo für alle bringt, aber der Freihandel oder die Ideologie des Freihandels propagiert ja genau das. Und das ist auch so, wenn ich es richtig verstanden habe, denn beruht ja diese gesamte Freihandelsidee heute eben auf diesen Vorstellungen, die aber mit der Realität ja nicht wirklich etwas zu tun haben. Und ich denke mir dann immer ganz häufig, ja, aber wenn die Annahmen mit der Realität doch nichts zu tun haben, warum nimmt man sie denn an? Also warum denkt man sich etwas hinzu oder erfindet irgendwo etwas, was aber gar nicht mit der Realität zusammenhängt? Und das ist doch ein großer Kritikpunkt, den ich da dran habe. Ja, also Modelle sind natürlich immer Vereinfachungen der Realität. Das heißt, wenn man etwas erklären möchte, muss man natürlich immer vereinfachende Annahmen treffen. Die Realität ist zu komplex, um sie richtig modellieren zu können.
Aber du hast die entscheidende Schwachstelle am Modell schon angesprochen. In der Realität ist Vollbeschäftigung ein sehr seltenes Phänomen. Und selbst wenn Vollbeschäftigung herrscht, können die verfügbaren Arbeiter in einem Land ja immer noch länger arbeiten. Und der Produktionsfaktor Arbeit, der ist ja zwischen verschiedenen Ländern mobil. Der ist jetzt vielleicht nicht ganz so mobil wie innerhalb eines Landes, aber selbst wenn Vollbeschäftigung herrscht, kann es in diesem Land ja noch Zuwanderung geben und die Produktionskapazitäten können ausgeweitet werden. Beziehungsweise, wenn ein Land absolute Vorteile hat, dann kann es Arbeiter aus anderen Bereichen abziehen und in bestimmten Industrien konzentrieren. Ja. Und wie gesagt, Arbeiter können auch länger arbeiten. Also selbst wenn Vollbeschäftigung herrscht, ist das noch keine Garantie dafür, dass die Produktionskapazitäten nicht doch ausgeweitet werden können. Genau. Und wenn man sich das mal anguckt, die Staaten der Welt stehen ja eben in einem Wettbewerb auch untereinander. Beispielsweise jetzt modern im Sinne von wer hat die geringsten Steuern oder wo sind für die Unternehmen, die ja, ist am attraktivsten zu sein, zu produzieren. Und ich finde, der Gedanke, dass die Staaten sich sagen, okay, also das eine Land hat da jetzt komparative Vorteile, dann lassen wir dem Land das auch einfach, damit es sich auch entwickeln kann. Das sehen wir doch in der Realität, dass das nicht passiert. Man versucht doch eigentlich, die Länder, die Kraft haben, auf dem Versuch wie allen Ebenen absolute Vorteile zu bekommen, um die anderen Länder zu übervorteilen am Ende. Ich meine, wir haben ja Freihandelsabkommen als EU, mit beispielsweise westafrikanischen Ländern. Und da sehen wir doch, dass die Marktöffnung eigentlich die Länder dort wirklich in den Ruin treiben. Auf der einen Seite sagen wir immer, Protektionismus ist sehr, sehr böse. Auf der anderen Seite, unsere Märkte schotten wir aber doch in Teilen ab. Aber nur die schwächer sind als wir, zu denen sagen wir, ihr müsst die Märkte öffnen. Aber wir sehen doch in der Realität, dass das für die Länder in der Regel nichts bringt, zumindest wenig. Ja, sie haben absolute Nachteile und deswegen lohnt es sich eben nicht, dort zu produzieren. Nun gibt es aber, um mal diese Idee vom Freihandel nicht ganz zu verteufeln, noch etwas, was in der Realität tatsächlich besser läuft als in den Modellen. Vor allem das Heckscher-Ohlin-Modell geht ja davon aus, dass Arbeit zwischen den Ländern nicht mobil ist und auch Kapital nicht mobil ist. Das bedeutet, laut diesem Modell müsste ein Unternehmen, was in einem Industrieland produziert, wenn es in einem Entwicklungsland produzieren wollte, dort eine alte, arbeitsintensivere Technologie erfinden und dann damit produzieren. Also davon geht dieses Modell aus. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ein Unternehmen, das in einem Industrieland mit einer relativ produktiven Technologie produziert, würde diese Technologie auch im Entwicklungsland anwenden und dort dann von den niedrigen Löhnen profitieren und so hohe Monopolgewinne machen. Genau, da haben wir doch beispielsweise die Automobilindustrie in China als Beispiel, als vor 30 Jahren oder so, man dorthin gegangen ist und die Fabriken aufgebaut hat, man ist dort mit einem Technologievorteil hingekommen und hat von den niedrigen Löhnen am Ende profitiert. So, und das zeigt ja auch als realistisches oder als reales Beispiel, dass diese Annahme falsch ist. Ja, ja. Aber es zeigt auch, dass Handel durchaus eine Chance sein kann. China hat von dieser Technologie, die ausländische Firmen dort eingebracht haben, ja durchaus profitiert. Das war ja für China kein Verlustgeschäft. China hat in den letzten 30 Jahren ein wirklich sensationelles Wachstum hingelegt. Das ist wesentlich stärker gewesen als in den westlichen Industrieländern zur Wirtschaftswunderzeit. Eben weil China die westliche Technologie importiert hat und so technologisch aufholen konnte. Ja, es geht mir auch tatsächlich gar nicht darum, jetzt den Handel so grundlegend an sich zu verteufeln oder so. Ich finde, dass das ja eine grundsätzlich gute Sache ist. Die Frage ist nur, ja, China als Volkswirtschaft hat da natürlich von profitiert und es hat sich mittlerweile dort ja auch eine Mittelschicht gebildet. Nur die natürlich am meisten profitieren, das sind immer noch die am Ende ganz oben stehen, die Unternehmen dann auch besitzen. So, das finde ich, muss man auch nochmal dazu sagen. Ja, aber die Reallöhne in China, die sind schon stark gestiegen, eben weil es dort so starke Produktivitätszuwächse gab. Und da muss man sich mal fragen, wieso hat der Handel in China so gut funktioniert und wieso scheitert er in vielen Entwicklungsländern? Und da kann man eben einige Dinge ausmachen, die in China anders waren. China hat durchgängig Kapitalverkehrskontrollen durchgeführt. Das heißt, es war nicht so einfach möglich, Kapital außer Landes zu schaffen.
Und es war auch nicht so einfach möglich, dadurch große Wechselkursschwankungen auszulösen. Und der Wechselkurs zum Dollar, den hat China Ende der 90er Jahre stark abgewertet und fixiert, auf einem festen Niveau fixiert. Und gleichzeitig versucht, eine ähnlich hohe Inflationsrate wie die USA aufzuweisen. Und das ist interessant. Dadurch, dass in China die Inflation ähnlich hoch wie in den USA war, also in dem Land, in dem der US-Dollar gilt, und der Wechselkurs zum Dollar absolut fixiert war, hat China eben keine Nachteile im Handel erlitten. Es haben sich keine absoluten Nachteile aufgebaut. Wenn der Wechselkurs nämlich stärker aufwertet, als die Inflationsdifferenz ist, dann erleidet ein Land im Handel Nachteile. Wenn der Wechselkurs stärker abwertet, als die Inflationsdifferenz ist, dann bekommt ein Land sogar Vorteile. Und China hat die Inflation versucht, in einem ähnlichen Rahmen zu halten wie die USA, eben durch eine vernünftige Lohnpolitik. Die Inflation folgt ja langfristig gesehen den Lohnstückkosten. Das heißt, wenn man die Löhne entsprechend der Produktivitätsgewinne plus das Inflationsziel erhöht, dann kann man dadurch eine stabile, niedrige Inflationsrate erreichen und hohe Reallohngewinne. Also je nachdem, wie stark die Produktivität wächst. Und durch diesen Import westlicher Technologie ist die Produktivität in China stark gewachsen. Das bedeutet, China hatte einen fixierten Wechselkurs, stark steigende Löhne, die aber eben genau so stark stiegen, wie es mit einer vernünftigen Inflationsrate vereinbar ist. Und durch diese niedrige Inflation stabile Zinsen, um den Unternehmen gute Investitionsbedingungen zu bieten. Und dieser dritte Punkt, den darf man nicht unterschätzen. Wenn der nominale Zins unter dem nominalen Wirtschaftswachstum liegt, dann ist das für Investitionen gesamtwirtschaftlich gesehen eher förderlich. Wenn der Zins darüber liegt, dann ist er sogenannt prohibitiv hoch. Das bedeutet, dann verhindert er eher Investitionen, als dass er sie fördert. Also das kann man so als Faustregel sagen und das kann man auch in vielen anderen Ländern über die Zeit beobachten. Immer dann, wenn die Zinsen über die wenn der nominale Zins über das nominale Wirtschaftswachstum stieg, dann wurden die Unternehmen zu Nettosparern. Das hat man in vielen westlichen Ländern in den letzten Jahrzehnten gesehen. Und in vielen Entwicklungsländern ist das immer noch so, weil die Inflationsrate relativ hoch ist, beziehungsweise relativ stark schwankt, sind die Zinsen durchgängig zu hoch. Und das war in China eben zu keinem Zeitpunkt der Fall. Die Unternehmen hatten eine stabil steigende Nachfrage, stabile Investitionsbedingungen und einen stabilen Wechselkurs. Das bedeutet, sie hatten alle Bedingungen, um gedeihen zu können und gleichzeitig kam von außen noch die westliche Technologie, die ihnen diese enormen Produktivitätsgewinne ermöglicht hat. Das bedeutet, China ist gerade ein Beispiel dafür, wie man Handel vernünftig organisieren sollte. Dass das eben kein komplett freier Handel ist, sondern ein Handel, der sich strengen Regeln zu unterwerfen hat. Ja, wenn ich da jetzt nicht ganz falsch informiert bin, dann hat es ja Japan beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg auch so gemacht, dass man eben auch nicht dieses Modell oder diese Idee des Freihandels einfach eins zu eins übernommen hat, sondern auch dort hat man seine Industrie ja, wenn man so sagen möchte, abgeschottet. Man hat protektionistisch agiert und beispielsweise eine Automobilindustrie hochgezogen. Und indem man eben nicht den Markt in Bereichen einfach geöffnet hat, indem man nicht wettbewerbsfähig war, hat man sich wettbewerbsfähig überhaupt erst gemacht und ist dann auf den Markt gegangen, wenn man gleichwertig von der Qualität des Produktes mit anderen Nationen war. Und ich meine, China hat ja beispielsweise allein durch die Größe, durch die Ressourcen, aber auch durch die Anzahl der Bevölkerung und des ja doch im Großen und Ganzen stabilen politischen Systems in dem Zeitraum einfach, ich sag mal, andere Möglichkeiten auch gehabt, die eigenen Forderungen durchzusetzen gegenüber den USA oder anderen westlichen Staaten, als es beispielsweise Äthiopien heute hat oder als es ein Tunesien oder sowas, ein nordafrikanisches Land heute hat. Und ich denke, dass das eben auch irgendwo ein Punkt ist, dass man natürlich die politischen Gleichgewichte oder die politischen Kräfteverhältnisse ganz anders sind. Westafrika ist ja bis heute, wenn man das, kann man, denke ich mal, durchaus so sagen, in einer Art neokolonialen Abhängigkeit zu Frankreich, beziehungsweise Frankreich ist da ja sehr stark involviert. Und auch die EU ist da ja sehr stark drin. Wenn man sich anguckt, dass die vor den westafrikanischen Küsten, ist ein sehr plakatives Beispiel, was aber oft gern genommen wird, die Meere einfach leer fischen. Und man den Leuten dort vor Ort die Existenzgrundlage wegnimmt, sodass es einfach Billigfleisch aus Deutschland
günstiger ist, dort zu kaufen, als das Hähnchen von dem lokalen Landwirt vor Ort. Und das zumindest lässt in mir den Gedanken reifen, so kann das doch eigentlich nicht praktikabel funktionieren, wenn man die Länder eben aufgrund unserer westlichen Wirtschaftsinteressen eigentlich runterdrückt. Was soll denn da die Folge von sein? Ich meine, irgendwann, da muss man sich nicht wundern, wenn sich die Leute vor Ort sagen, wir haben hier keine Perspektive. Okay, also dann muss ich das Land verlassen. Die Klimakrise kommt ja auch noch dazu. Die Auswirkungen der fossilen Industrie weltweit. Und das zeigt einfach für mich, dass diese Art des freien Handels, dass das so nicht funktioniert, sondern man zu einem geregelten Handel kommen müsste. Aber die Frage ist natürlich, hat der Westen allein aus machtpolitischen Gründen da überhaupt ein Interesse dran? Und das würde ich mal in Zweifel ziehen. Die Frage ist, was ist der Westen? Also es ist ja auch kein monolithischer Block. Und wir Europäer, wir hätten da eigentlich andere Interessen wie als die Amerikaner. Wir haben beispielsweise kein Interesse daran, dass um Europa herum eine Reihe instabiler Länder ist, die instabile politische Verhältnisse haben und aus denen im Zweifelsfall Millionen Flüchtlinge kommen können oder in den Bürgerkriege ausbrechen. Daran haben wir Europäer ja eigentlich kein Interesse. Den USA kann das relativ egal sein. Die sind auf der anderen Seite des Atlantiks. Also, das ist die Frage. Aber zu den institutionellen Voraussetzungen, die diese Ungleichgewichte schaffen, kommen wir ja gleich. Aber was Nordafrika angeht, da habe ich ein Beispiel, sage ich mal. Was die instabilen Verhältnisse in den Ländern, in denen der arabische Frühling stattgefunden hat, beziehungsweise ja, in denen es Massenproteste gab, mit begünstigt hat. Algerien, Ägypten, Marokko, Tunesien haben alle starke Leistungsbilanzdefizite. Das bedeutet, ihre Nettoschulden gegenüber dem Ausland wachsen immer weiter an. Das ist Gift für eine vernünftige Entwicklung, dass diese Länder abhängig von Fremdwährung machen, vor allem vom US-Dollar. Sie müssen Schulden in Dollar aufnehmen, um die Produkte, die sie für ihre Wirtschaft brauchen, importieren zu können. Algerien und Ägypten hatten früher sogar Leistungsbilanzüberschüsse, aber die Leistungsbilanzen aller dieser beiden Länder sind innerhalb der letzten 10 Jahre auch ins Minus gerutscht. Und das war in China, um mal wieder das Beispiel zu bemühen, eben nicht so. China hat fast durchgängig Leistungsbilanzüberschüsse gemacht, als die Leistungsbilanzüberschüsse sogar relativ hohe Niveaus erreichten, von rund 10% des BIPs, hat China dann langsam und vorsichtig seine Währung sogar aufgewertet, um eben die Binnenwirtschaft zu stärken, damit auch wieder mehr Produkte importiert werden. Und um nochmal auf dein Beispiel Japan zurückzukommen, dort gab es nicht nur einen starken Protektionismus, sondern Japan hat eben auch von diesem Bretton Woods-System, was es nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1973 gab, profitiert. Das hat alle Wechselkurse in den großen Industrieländern fixiert, beziehungsweise nur sehr leicht verändern lassen und dafür gesorgt, dass es stabile monetäre Bedingungen gab. Die ganzen Notenbanken in Westeuropa oder auch in Japan mussten ihre Geldpolitik an der Fed ausrichten. Und die Fed hat in der Zeit, wo die Inflation in den USA auch relativ niedrig war, versucht, Vollbeschäftigung herzustellen. Das bedeutet, die Zinsen waren durchgängig niedrig und es herrschten gute Investitionsbedingungen. Das wird bei diesem japanischen Aufschwung, der wirklich heftig war nach dem Zweiten Weltkrieg, auch eine Rolle gespielt haben. Und in Japan sieht man auch, was für eine führende Rolle der Staat bei so einer technologischen Entwicklung spielen kann. Das japanische Technologieministerium, MITI, hat planmäßig, also wirklich staatlich verordnet, westliche Technologie nach Japan geschafft, damit eben schnelle Produktivitätsfortschritte zustande kommen. Ja. Das muss gar nicht privat laufen wie in China, das kann der Staat auch direkt machen. Ja, du hast ja vielleicht eben auch gemerkt, dass ich gerne jemand bin, der ein bisschen, auch wenn wir uns auf dieses eine Thema eben festgelegt haben, ich springe immer so gerne von einem doch mal zum anderen und versuche andere Dinge auch noch mitzunehmen, weil mich einfach so dieser ganzheitliche Ansatz super interessiert. Und weil du ja eben nochmal über China und über die Währung auch explizit hast, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gab es vor ein paar Tagen die Meldung, dass Saudi-Arabien wohl überlegt, auch Öl in der chinesischen Währung verkaufen, was ja für die Dollar-Hegemonie eine mehr als interessante Information wäre. Ja, ja.
Dazu muss man wissen, der Dollar wurde als Weltleitwährung mit Einführung des Bretton Woods-Systems festgelegt. Das war zwar ein wesentlich besseres Währungssystem, als wir es heute haben, aber es war doch ein System amerikanischer Hegemonie, das muss man schon sagen. Damals wurden alle Währungen an den Dollar gekoppelt, es wurden feste Wechselkurse festgelegt und der Dollar wiederum wurde ans Gold gekoppelt. Diese Goldbindung hoben die USA 1971 auf und 1973 kündigten sie dann die festen Wechselkurse auf. Das war dann der Untergang des Bretton Woods-Systems. Und als nächstes System hatten wir nun ein System komplett freischwankender Wechselkurse, wo es niemanden gab, der eine vernünftige Relation für diese Wechselkurse festlegen konnte. Dazu kommen wir bestimmt gleich noch. Die USA mussten jetzt also einen Weg finden, um den Dollar weiterhin als Weltleitwährung an der Spitze zu halten, auch um ihre globale Hegemonie zu sichern. Also sorgten sie dafür, dass die wichtigsten Erdölproduzenten, vor allem Saudi-Arabien, vor allem bzw. nur noch Dollar als Bezahlung für Erdöl akzeptierten. Und dadurch, dass der wichtigste Rohstoff der Welt in Dollar gehandelt wurde, war der Dollar nun de facto weiterhin Weltleitwährung. Und dass Saudi-Arabien nun Yuan akzeptiert, ist ja ein Fingerzeig in die Richtung, in die es gehen könnte. Andere Währungen, jetzt zuerst der chinesische Yuan und dann, wenn Indien beispielsweise weiter aufsteigt, könnte es auch die indische Rupie sein, die werden stärker. Also andere Währungen, Alternativen zum Dollar, die werden jetzt in Zukunft stärker werden. Jetzt wird man sehen, wie stark ihr Anteil im Handel zunimmt oder es eben nicht tut. Beim Euro haben wir eine ganze Zeit gesehen, dass er sowohl als Zentralbankreservenwährung als auch als Handelswährung wichtiger wurde. Aber da sehen wir jetzt seit der Euro-Krise eigentlich eher einen leichten Rückgang bzw. eine Stagnation. Die Bedeutung des Euros hat nicht weiter zugenommen, auch weil die Europäische Union da anscheinend nicht versucht, aktiv die Verwendung des Euros voranzutreiben. So wie China das jetzt, indem es Saudi-Arabien dazu gebracht hat, Yuan als Bezahlung für Öl zu akzeptieren, getan hat. Ja, genau. Welche Themenbereiche hast du denn überhaupt noch auf dem Zettel? Weil ich muss sagen, dass ich glaube ich zumindest die Dinge, die ich im Kopf hatte, soweit alle gesagt habe. Vielleicht, wenn du noch was hast. Osteuropa. Ja, dann gehen wir da doch zu, darüber. Kommen wir nun zu unserer wichtigsten, würde ich fast sagen, Region, wo sich zeigt, dass der freie Handel, so wie er uns gepredigt wird, absolut nicht funktioniert. Osteuropa. Dort haben sich nach Zusammenbruch des Ostblocks zwischen 1989 und 1991 die Planwirtschaften langsam in Marktwirtschaften umgewandelt. Zuerst wurde da die Demokratie nach westlichem Vorbild eingeführt und dann wurden die ehemaligen Staatsbetriebe privatisiert, die Währungen wurden freigegeben, es wurden Zentralbanken nach westlichem Vorbild eingerichtet, die Inflation kontrollieren sollten. Und was soll man sagen, es funktionierte überhaupt nicht. Die Inflationsraten schwankten wild umher. Keiner konnte unter diesen Bedingungen vernünftig investieren. Die Zentralbanken mussten die Zinsen anheben. Es kam zu Währungskrisen. Und jetzt kann man sich fragen, wie konnte das nur passieren? Ja, als man die ehemaligen... Möchtest du was sagen? Ja, also wie es passieren konnte, also man kann wahrscheinlich auf jeden Fall sagen, dass da das ein oder andere westliche Unternehmen ein Interesse dran hatte, dass das eben so passiert, um sich auch Märkte zu sichern. Ja, das auch, das gewiss auch. Aber wie konnte es passieren, dass das zusammenbrach? Das war ja keine Verschwörung oder so. Nee, das nicht. Die Regierungen haben einfach... Jetzt, wo sie die Marktwirtschaft hatten und die alten marxistischen Wirtschaftswissenschaftler, die vor allem in Planwirtschaft noch wichtig waren, nicht mehr gebrauchen konnten, einfach westliche, eher neoklassisch geprägte Ökonomen gefragt, die dann beispielsweise vom IBF oder so kamen und ihnen halt empfohlen haben, die Märkte zu öffnen und möglichst schnell, möglichst alles, was nicht nied- und nagelfest war, zu privatisieren. Genau, wenn ich kurz einmal was sagen darf, also natürlich war es keine Verschwörung oder ähnliches, die Akteure haben, als sich die Chance geboten oder als die Chance da war, haben sie diese Chance eben in ihrem Sinne genutzt. So einfach kann man es, denke ich mal, sagen. Ja, aber die Katastrophe ist ja noch nicht passiert. Dass man die Betriebe verstaatlicht, das
heißt ja nicht, dass sie sofort pleite gehen müssen. Die Produktionskapazitäten waren ja da. Es waren riesige Industrien vorhanden, die ein paar Jahre später nicht mehr da waren. Die verfielen. Die Unternehmen, die sich jetzt am Markt behaupten müssen, standen nun einer viel produktiveren und billigeren westlichen Konkurrenz entgegen. Und diese westliche Konkurrenz konnte durch den Freihandel eben die Unternehmen, die in den Ostblockstaaten existieren, relativ schnell vom Markt verdrängen. Man hätte diese Unternehmen auch durch protektionistische Maßnahmen, durch Zölle, durch Währungsabwertung schützen können. Aber all das hat man nicht gemacht, weil man an den Freihandel glaubte. Und was passiert, wenn Unternehmen vom Markt verdrängt werden? Nun, die Produktionskapazitäten, die sie haben, die mit veralteten Technologien produzieren, die sind ja theoretisch immer noch da. Die hatten, solange sie produziert haben und solange sie Gewinne versprachen, einen Wert. Aber dadurch, dass es nun produktive Konkurrenz gab, wurden sie komplett wertlos. Die Produktionskapazitäten, die über Jahrzehnte aufgebaut wurden in den Planwirtschaften, waren von einem auf den anderen Moment komplett wertlos. Und damit waren diese Volkswirtschaften nun komplett auf ausländische Technologie und ausländisches Kapital angewiesen. Sie konnten keinen eigenen, der Kapitalstoff, den sie hatten, der verfiel innerhalb kürzester Zeit. Besonders schlimm war das in Russland und in der Ukraine der Fall und allgemein auch in den anderen ehemaligen Sowjetrepubliken, also denen, die nicht schnell unter den Schutzschirm der EU schlüpfen konnten. Die Länder, die in die EU kamen, hatten nämlich kurz nach ihrem Beitritt wenigstens den Vorteil, von EU-Subventionen profitieren zu können. Beispielsweise, erzähl. In der Ukraine sieht man das besonders drastisch. Dort hatte sich die Wirtschaftsleistung 2021, also vor Beginn des Krieges, noch nicht auf das Niveau von 1991 erholt. Das bedeutet, dem durchschnittlichen Ukrainer ging es wirtschaftlich gesehen zu Sowjetzeiten unter Gorbatschow besser als heute unter Selenskyj, noch vor Beginn des Krieges. Und jetzt sieht es noch wesentlich düsterer aus. Genau da wollte ich nämlich eben auch nochmal drauf eingehen, dass das ja, weil du es ja eben auch schon gesagt hast, für Russland ähnlich gilt, dass es dem, sag mal, wenn du nicht in Moskau oder St. Petersburg oder in irgendeiner Metropolregion lebst, dann geht es dir auch nicht zwangsläufig besser als noch Anfang oder Ende der 80er Jahre. Weil man einfach diese Politik, die man denn damals gefahren hat, die hat eben wenigen sehr, sehr viel auch genutzt, aber den breiten Gesellschaft hat das am Ende gar nicht so viel gebracht, wie man doch am Anfang irgendwo versprochen hatte. Und diese Fehler, die man damals gemacht hat, die wirken ja bis heute nach. Also, oder die Fehlentscheidungen von damals eher, die wirken ja bis heute nach, dass es den Leuten dort schlichtweg nicht so gut geht, wie es ihnen theoretisch gut gehen könnte. Und das hat dann natürlich auch politische Auswirkungen. Das kann von politischen Akteuren genutzt werden, um Feindbilder zu erschaffen und um uns in vielfältige Situationen zu stürzen und zu bringen. Ja, definitiv. Es gab weniger Wohlstand nach diesem massiven Zusammenbruch der Wirtschaft in den 90ern und dieser Wohlstand war dann wesentlich ungleicher verteilt. Die Planwirtschaften waren ja alles in allem im Vergleich zu kapitalistischen Systemen relativ egalitär, da der Staat hat jedem das, was er zum Überleben brauchte, zuteilte. Aber jetzt, da nun die Produktionsmittel nicht mehr in staatlicher, sondern in privater Hand waren, und die Besteuerung von Vermögen dort auch nicht sonderlich hoch ist und dadurch, dass die staatlichen Strukturen zusammenbrachen, die auch relativ korrupt waren, konnten sehr wenige Leute in kurzer Zeit sehr viel Vermögen zusammenraffen. Und die westlichen Institutionen wie der IWF, die ja, haben das jetzt zumindest nicht aufgehalten, sondern sahen da freudig bei zu, wie das passierte. In Russland, das ist ein besonders schönes Beispiel, gab es gegen diese Politik massiven Widerstand. Die Kommunisten drohten die Wahl 1996 zu gewinnen. Jelzin drohte abgewählt zu werden. Was machte nun der Westen? Nun, Bill Clinton schickte seine Wahlkampfberater nach Russland, organisierte Jelzin einen IWF-Kredit über mehr als 7 Milliarden Dollar, damit Russland bis zur Wahl am Laufen gehalten wurde. Und ja, was soll man sagen? Das russische Staatsfernsehen sendete rund um die Uhr Propaganda und der ganze Westen stellte sich auf die Seite von Jelzin.
gegen die Kommunisten. Ich meine, die hätten ja den schönen Freihandel wieder abgeschafft. Das geht ja gar nicht. Na, auf jeden Fall, Jelzin hat die Wahlen gewonnen. Und ja, um allerdings die ganze Zeit Propaganda für sich schalten zu können, musste er erstmal die Oligarchen auf seine Seite bringen. Diese Oligarchen, ja, das sind die Oligarchen, auf die Putin sich heute stützt. Jelzin hat das Land an wenige, vor allem reiche Banker verkauft und ihnen den Zugriff auf riesige Ressourcen gewährt, eben damit er den Rückhalt dieser Schicht hat, um gegen die Kommunisten relativ sicher gewinnen zu können. Und dieses Oligarchensystem, das ist es, was Russland bis heute in Geiselhaft hält. Und das wurde unter den Augen des IWFs aufgebaut. Da gibt es auch eine sehr schöne Arte-Doku, die wir, glaube ich, mal in einem angepinnten Kommentar verlinken können. Zu. Also das ist... Ja, es ist... Das sind die Segnungen des Freihandels. Ja, es ist wirklich verrückt. Und gut, man kann jetzt natürlich sagen, ja, der Putin hat auch den ein oder anderen Oligarchen ausgetauscht, weil der nicht in sein Konzept gepasst hat. Aber letztendlich ist es ja egal, welche Köpfe vorne stehen, das System, dass es halt eben eine Oligarchie gibt, die am Ende ja also eine große Entscheidungsmacht hat, das System bleibt ja bestehen, auch wenn jetzt andere Köpfe vorne da sind. Ich meine, bei uns nennt man die Leute Mittelständler, aber auch wir haben am Ende Leute, die sehr, sehr viel Geld haben und dadurch auch politischen Einfluss nehmen. So, und das leitet mich jetzt zu der Frage eben über, wenn die Institution damals eigentlich nicht einmal nichts gemacht haben, sondern bei dieser ganzen Sache noch mitgeholfen haben oder diese gefördert haben, sind denn diese Institutionen überhaupt die richtigen, um dieses Problem zu lösen? Weil es gibt da ja scheinbar kein Interesse. Also entweder müsste sich ja innerhalb dieser Institution sehr, sehr viel wandeln. Die Frage ist, passiert das? Oder es funktioniert mit diesen Institutionen gar nicht und bräuchte andere? Ja, das ist die Frage. Also will der IWF sich überhaupt wandeln? Ich glaube, das kann man exemplarisch an noch einer Frage erläutern, die wir bisher gar nicht thematisiert hatten. Wir hatten ja bisher nur von verrückten Wechselkursschwankungen gesprochen. Aber ja, da gibt es ein Phänomen, was diese Wechselkursschwankungen relativ gut erklärt. Währungsspekulation anhand von Zinsarbitrage oder zu Englisch Carry Trading. Das bedeutet, wenn die Inflation in einem Land höher ist, dann ist da normalerweise auch wegen der tollen, unabhängigen Zentralbank das Zinsniveau höher. Das bedeutet, es lohnt sich für Währungsspekulanten jetzt, sich Geld in japanischen Yen, Schweizer Franken oder auch in Euros zu leihen, wo die Zinsen niedriger sind, also einen Kredit aufzunehmen, dieses Geld dann in die Währung des jeweiligen Landes mit hohen Zinsen einzutauschen und dann dort das in kurzfristige Anleihen anzulegen. Dadurch verzerrt man allerdings den Wechselkurs dieses Landes nach oben. Das bedeutet, das Land bekommt einen zu starken Wechselkurs, der die Exportindustrie dort schwächt. Das Land macht also Leistungsbilanzdefizite. Die Nettoschulden gegenüber dem Ausland wachsen. Und das tun sie eben so lange, bis das nicht mehr tragbar ist, bis das Land keine Fremdwährungsschulden mehr bekommt. Dann gibt es eine Währungskrise. Die ganzen Carry-Trader fliehen auf einmal aus Sorge, dass sie jetzt auf einmal alles verlieren. Die Währung stürzt ab. Die Fremdwährungsschulden werden in eigener Währung gemessen für das Land noch viel größer. Das Land muss zum IWF einen Kredit aufnehmen. Der IWF bringt dem Land dann Sparmaßnahmen ab, zwingt es dann dazu, noch mehr zu privatisieren und dass das Land auch schön die Märkte offen lässt. Ja, was passiert dann? Die also wegen der stark gefallenen Währung erholt sich jetzt langsam die Exportindustrie wieder. Der IWF denkt wahrscheinlich dann, es liegt an seinen tollen Maßnahmen, die er empfohlen hat. Also ist jedenfalls ein Muster, das man immer wieder beobachten kann. Naja, auf jeden Fall, die Exportindustrie erholt sich langsam wieder. Und wegen der hohen Inflation hebt die Zentralbank jetzt aber wieder die Zinsen an. Das bedeutet, dass der ganze Kreislauf beginnt von vorne. Die Carry Trader tauchen wieder auf, treiben den Wechselkurs wieder zu stark nach oben. Und das Land ist in einem dauerhaften Zustand von Leistungsbilanzdefiziten gefangen und hat eine dauernd wachsende Nettoverschuldung gegenüber dem Ausland und ist letztlich auf Institutionen angewiesen, die nicht nach dieser Marktlogik funktionieren, sondern die dieses Geld nach politischen Kriterien vergeben, wie eben dem IWF. So ist der Status quo aktuell wohl leider und die Frage ist, inwieweit wird sich das noch ändern? Gut, da werden wir wahrscheinlich beide heute keine Musterlösung irgendwo haben, weil
Ja, es ist dann doch ein, es ist einfach eine sehr verfahrene Situation und man kann, wenn man sich gar nicht so tiefergehend damit beschäftigt, und es gibt bei weitem Leute, die sich viel, viel mehr damit beschäftigen als ich, die doch viel, viel mehr Ahnung haben als ich, aber man kann einfach nur den Kopf schütteln. Also ich finde zumindest, man kann häufig wirklich nur den Kopf schütteln und denken, was passiert hier eigentlich? In was für einer Welt leben wir eigentlich? So, die Ukraine ist ja auch wieder ein sehr schönes Beispiel. Die hat, nachdem der Westen dort 2014 die Kontrolle übernommen hat, eine irre schwankende Inflationsrate gehabt. Der Wechselkurs hat komplett verrückt gespielt. Die Carry Trader haben den hin und her getrieben. Und gleichzeitig hat diese schöne, unabhängige Zentralbank, die Ukraine dann ja hatte, ja, die hat die Zinsen so hoch gehalten, dass es sich für kein ukrainisches Unternehmen gelohnt hätte, irgendwie zu investieren. Also die Investitionsquote in der Ukraine ist extrem gering, selbst für Osteuropa. Und das, also diese Stagnation bzw. diesen leichten Abstieg, den das Land seit 2014 wieder erlebt, erklärt auch, warum die Wirtschaft bis 2021 noch immer nicht aufgeholt hatte. Also diese engere Westbindung, die hat der Ukraine in den 7 Jahren zwischen 2014 und 2021 nicht genützt, sondern wirtschaftlich gesehen sogar geschadet. Ich finde sowieso dieses Argument immer Unabhängigkeit der Zentralbank relativ schwach, weil man sieht es doch. Beispielsweise, wenn man sich den deutschen Diskurs jetzt mal exemplarisch anguckt. Der gesamte konservativ-liberale Block, der sagt eigentlich immer oder hält immer die Unabhängigkeit der Zentralbank, die hält er immer ganz hoch. Aber bis denn zu dem Moment, wo die Zentralbank entgegen deren Weltbild Politik macht, dann sagen sie immer, nee, das geht so nicht. Aber wenn dann auf einmal von der linken Seite zum Beispiel Forderungen kommen, dann sagt man, nee, die Zentralbank, die ist doch unabhängig. Also da können wir nichts machen. Das ist eine unabhängige Institution. Und da kann ich auch immer nur mit dem Kopf schütteln. Ich meine, also zum einen, glauben die Leute, die das aus dem rechten Lager sagen, glauben die das eigentlich selber? Also das wäre ja schon schön blöd. Und zum anderen denke ich mir, also die Leute, die dann die entsprechenden medialen Artikel und Berichte schreiben, also denken die eigentlich auch mal einmal um die Ecke? Also kriegen die diese Verknüpfung irgendwie hin? Weil es ist doch auch wiederum wirklich, wirklich verrückt. Ja, da muss man mal, ich glaube, erklären, was Unabhängigkeit heißt. Unabhängig heißt stramm auf neoliberaler Linie. Genau, die Zentralbank hat eine Aufgabe, und zwar die Preisstabilität zu kontrollieren, meistens anhand von einem Inflationsziel von 2%. Viele Entwicklungsländer oder Schwellenländer haben auch ein höheres. Brauchen wir jetzt gar nicht so genau darauf eingehen. Auf jeden Fall, diese eine Aufgabe hat sie, und egal, was für eine wirtschaftliche Situation ist, solange das Preisniveau nicht diesen 2% entspricht, muss die Zentralbank es erreichen. Das bedeutet, wenn die Löhne zu schwach steigen und es deswegen keine Inflation gibt, so wie wir es in der Eurozone in den letzten 10 Jahren hatten, dann muss die EZB alles tun, um das Preisniveau zu stabilisieren, obwohl sie es überhaupt nicht kann. Die EZB kann die Gewerkschaften nicht zu höheren Lohnabschlüssen zwingen. Ja, es geht nicht. Und die schlimmere Situation hatte ich ja gerade anhand der Ukraine erklärt. Wenn der Wechselkurs extrem hin und her schwankt, dann kann die Zentralbank da, wenn die Inflationsrate hochschießt, nicht die Zinsen bis ins Unendliche hochschrauben, um Carry Trader anzulocken. Das schwächt am Ende nur die Exportindustrie und verhindert Investitionen. Und das bräuchten diese Länder ja, um unabhängiger vom Ausland zu werden, um zu wachsen überhaupt. Brauchen sie Investitionen. Und wenn der Staat wegen der verordneten Austeritätspolitik nicht investieren soll, dann müssen das eben die Unternehmen machen. Und ein zu hohes Zinsniveau, ich hatte es ja erklärt, wenn der nominale Zins über dem nominalen Wirtschaftswachstum liegt, dann ist das prohibitiv für Investitionen. Ein zu hohes Zinsniveau verhindert Investitionen. Es ist schädlich für Entwicklung. Man braucht ein eher stabiles, niedriges Zinsniveau, so wie China es hatte. Also man kann hier wirklich perfekt die Entwicklung von China und der Ukraine in den letzten 30 Jahren gegenüberstellen. Das passt wirklich wunderbar zusammen. Ich kann, um da noch mal ein bisschen weitergehende Literatur zu empfehlen, den Atlas der Weltwirtschaft von 2022, 2023 nur sehr weiterempfehlen. Der hat auch einen Sonderteil zu Osteuropa, wo er sich mit Russland, der Ukraine, Georgien und den ganzen Ländern, die da liegen, noch ein bisschen genauer auseinandersetzt und eben auch die Unterschiede zu zum Beispiel China klar werden. Das ist ganz spannend, weil ich habe mir den nämlich auch geholt, aber ich zeige den halt den auch gerade mal hier in die Kamera, aber ich habe nur den aus 2021. Ich habe, also meiner ist ein bisschen älter als deiner, aber auch darin findet man doch spannende Daten, Zahlen und Fakten. Also sich sowas mal durchzulesen,
Ist auch mit schön viel Infografiken und sowas versehen. Also ist jetzt keine Bleiwüste, das Ganze. Das ist durchaus interessant. Und ich kann da so abschließend, ich weiß nicht, ob du noch etwas zum Ende hast, aber ich würde sonst abschließend sagen, ich kann es nur empfehlen, sich das mal zu holen, dieses Heftchen. Nennt man es Heft? Also, ja doch, ja, Magazin, ja, Heft. Ich weiß jetzt nicht, wie man... Infoheft, was alle 2 Jahre aktualisiert wird. Und der neue ist besser, auch weil er sich mit aktuelleren Themen beschäftigt. Der alte hatte eine extra Thema Corona-Pandemie, und da hat er halt prognostiziert, dass uns da eine Deflationsspirale drohen würde. Und kann man aus der damaligen Perspektive auch nachvollziehen, aber damit hat er leicht daneben gelegen. Wir hatten jetzt einen Angebotsstock und sogar zu hohe Inflation als zu niedrige. Ja, also ich muss sagen, ich habe das letzte Mal, als ich ihn gelesen habe, das müsste auch mittlerweile in ein Jahr oder so her sein. Das heißt, ich habe auch gar nicht mehr so genau, also ich kann jetzt auch gar nicht im Detail sagen, was da genau drin stand, aber ein paar Daten, auch wenn die Prognosen vielleicht nicht ganz so eingetreten sind, sind vielleicht in ein paar Jahren doch nochmal ganz interessant, wie man sich vielleicht nochmal Rückschlüsse angucken kann. Ja, dann würde ich einfach sagen, dass ich mich gefreut habe und mich dafür bedanke, dass du wieder dabei warst. Und ich gehe davon aus, dass wir irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten bestimmt nochmal die ein oder andere Talk-Episode aufnehmen werden, weil, also Themen sind ja doch durchaus genügend vorhanden.